Liegen. Und jetzt kommt er rein, Fahrwerk raus, Landeklappen raus und Geschwindigkeit abschätzen, Windrad abschätzen, Böen abschätzen und perfekt. Du müsstest mir mal kurz sagen, wo dieser Wahnsinns-Sound herkommt. Ist das irgendwie durch Löcher im Rumpf oder? Genau, hast du gesehen, habe ich gedacht. So, liebe Zuschauer, jetzt wird die nächste halbe Stunde. Das machen wir trotzdem, weil wir das gute Verhältnis, das wir mit den Einwohnern von Hülfelden-Bierberg haben, auch weiterhin beibehalten wollen. Es ist nicht nur, dass wir auf die Einwohner von Hülfelden-Bierberg Rücksicht nehmen, sondern es ist umgekehrt genauso der Fall. So können wir an den Modellflugtagen hier alles vorführen, was sonst normalerweise nicht üblich ist, was genehmigungspflichtig ist. Und auch von dem Regierungspräsidenten Kassel, von dem unsere Veranstaltung hier genehmigt werden muss, in allen Einzelheiten, da bekommen wir für all diese Dinge eine Ausnahmegenehmigung. Immer wenn ich diesen Trickli sehe, dann muss ich gerade den Mauer, der sitzt neben mir und unterhalten über Lafayette in Frankreich, 60 Kilometer südlich von Paris, ist jedes Jahr Pfingsten eine große Airshow. Und vor Jahren waren wir gemeinsam dort und dann sind drei Original-Trickris zusammen mit einem Zeibecken, das ist so ein, ja, ich will mal sagen, Arbeitstier, wo die Fallschirmspringer mit abspringen, zusammen geflogen, die Mama und die kleinen Babys. Und dann haben diese Trickris aufwärtsfliegen geflogen und haben sich zwei Stück in der Luft berührt. Und der eine Randbogen von der einen Trickri kam dann irgendwann vom Himmel gefallen. Ist weiter nichts passiert, aber die sind tatsächlich, haben sie in der Luft eine Berührung gehabt. Ein eigener Motor kreiert worden für die P51D schon und auch für die B. Das war ein Packard Allison Triebwerk. Dann hat man aber sehr schnell festgestellt, dass dieses moderne Triebwerk und die Leistung, die es erbrachte, gar nicht optimal in der Maschine erbracht werden konnte. Und dann hat man einen britischen Motor, nämlich den Merlin-Motor, eingebaut. Und die Kombination zwischen der P51D und des britischen Merlin-Motors wurde dann zu einem der erfolgreichsten Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt schauen Sie sich mal das imposante Flugbild an. Im ersten Moment denkt man, es sind zwei Maschinen in der Luft. Jetzt sieht es fast aus wie eine Lightning. Ein gewaltiges Flugzeug. Die Piloten, die umgestiegen sind von den schlanken kleinen Spitfires und Mustangs auf die P-47, da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen. Die haben gesagt, wie wir das Ding das erste Mal gesehen haben, hatten wir gedacht, wir hätten einen klaren Luftunterlegenheitsjäger zu besteigen. Und wenn man im Cockpit saß, glaubte man, Angst zu haben, auszurutschen, sich das Bein zu brechen. So geräumig ist diese Maschine. Im Vergleich zu den kleinen Jagdflugzeugen wie Messerschmitt B-109 oder Spitfire. Und sie ist eine kolbengetriebene Maschine, eine Propellermaschine, die im Sturzflug fast an die Schallgrenze herankam. Die war so robust, dass selbst wenn sie mal einen verloren gegangen durch extreme Manöver. So, auch hier ist jetzt Musik angesagt.
Und wenn Sie mal an die Tragflächen schauen, jetzt natürlich schon sehr weit weg, vielleicht ist es eben aufgefallen, dass es so klein ist im Anflug. Das Fahrwerk ist raus. Jetzt gehen die Klappen raus gleich, weil das ist noch relativ schnell hoch. Ja, das sind die Spiegel. Jetzt sehen Sie wieder ein gleiches Beispiel, wo der Begriff Modell passend die Statik zurückgefahren. Das ist natürlich extrem steif, denn da sind Ebenen zu unterschiedlich und die Gruppe wird nicht mehr. Das ist jetzt ein Video Ja, einmal genial. So, gleich kommt hier eine FK9.